Superfrau. Eine Anheizerin ist extra engagiert, um ihren Superfrau-Song auf Angela Merkel anzustimmen. Doch blöderweise passt der Refrain zum Mitgrölen so gar nicht ins Konzept der Kanzlerin. Superfrau gibt es nicht. Da kommt die Kanzlerin beinahe aus dem Takt. Himmel hilf, mag Angela Merkel jetzt gedacht haben. Hoffentlich gibt's kein Wahldebakel. Doch vergebens. Am Wahlabend platzt in Merkels Parteizentrale die Bombe. Die dramatischen Verluste der CDU in Thüringen und im Saarland schütteln ihre Wahlkämpfer regelrecht durch. So schlimm habe ich es mir ganz ehrlich nicht vorgestellt. Aber das war ja nur leider zu erwarten. Aber so tief hat man es auch nicht gerechnet. Geschunden, auch die Seelen der CDU-Kämpfer in Erfurt. Das Trauma von Thüringen. Ja, es geht mir ziemlich an den Nieren, das ganze Ergebnis. Jim sagt traurig, ja. Ich könnte heute nicht essen, da machen wir zu gewesen. Da hilft nur noch Trotz in Thüringen. Applaus, aber für einen Ex-Ministerpräsidenten aus vergangenen Erfolgszeiten. Bernhard Vogel wirkt wie der Übervater und hinter ihm steht wie der verlorene Sohn Dieter Althaus, der große Wahlverlierer.